Hallöchen hier, der Nale 4 und willkommen zurück in Fallout Shelter zu der, ja, eine weitere Quest aus der zeitbegrenzten Questreihe Arbeiteraufstand, die da heißt Überstunden. Und ich muss den Vault 700 untersuchen. Ja, das Ganze ist die vierte von fünf Quests und ist für Bewohner der Stufe 17 angelegt und jeder braucht eine Bewaffnung von mindestens 7+. So, das Ding selber, ja, geht. Dann geht's los. Gehörst du zu einem Vault-Austauschprogramm, das ich nicht kenne? Ist gerade ungünstig. Rhubarbs Raiders kamen hierher aus allen Rohren feuernd. Sie haben den Reaktor beschädigt. Jetzt sind alle da drin. Wilde Ghule. Okay, Antwort. Das ist ja mal wieder typisch. Wilde Ghule? Okay, keine Sorge. Wir räuchern sie aus. Ghule-Beseitigung ist kein Problem. Ist aber teuer. Weißt du, langsam glaube ich, Vault-Tec hat bei der internen Sicherheit ganz schön gespart. Das ist eine schöne Antwort, die nehme ich. Geht mir genauso. Okay, gut, dann jede Menge wilde Ghule. Gut, 17 Stimpaks. Muss reichen. Okay, dann schaue ich doch mal, was mich hier noch erwartet. So. Na kommt, haut mal. Sehr schön. Einen blauen Globus. Lang ist es her. Sehr gut. Dann die ersten Ghule. Ruiniert. So, und in den nächsten Raum. Okay. So, ein blaues Jackett. Und ich vermute mal, es kommt ein fetter, grüner, leuchtender Ghoul. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay, aber jetzt erstmal ganz entspannt weiter runter. In den Bunker. Jetzt Abwechslung braucht man nichts. Ruhe, ganz entspannt. Wunderbar. Okay, geht ja recht schnell. Und normales Garn. Okay, eine Radkakerlake. Sehr schön. Und Kronkorken, gut. Jede Menge Kakerlaken. Ah, die sind schon Geschichte. Okay, ich glaube, hier vorne drücke ich mal ein Stimpack rein. Und dann geht's hier zum nächsten Aufzug. Hinunter in die nächste Ebene. Okay.
Sehr schön. Ja, wir gehen auch gleich zurück in den anderen Raum. Und noch ein Globus. Wunderbar. Sehr schön, da freue ich mich doch. Das kann ich gut gebrauchen, die Teile. Was da noch kommt. So, vorwärts geht's, genau. Ins nächste Räumchen. Mit einer normalen Rüstung. Aber heute gibt's recht viele leere Räume, finde ich. Sehr gut. Ein Stimpack und noch ein Stimpack. Okay, er hat nix, aber er. Ja, okay. Gut, dann hinunter zur, ich glaube, zum dritten Kellergeschoss. Genau. Ah, nicht gelangt. Und bis jetzt 1400 Kronkorken. So, okay. Noch mehr Kohle. Und noch mehr Stimpacks. Gut, jetzt könntet ihr eigentlich auch mal einen Rot Away schlucken. So, und ich glaube aber vom Level Up her, ja, brauchen die noch was. Alle drei, oder? Ja, okay, gut. Dann geht es hier lang. Geht's hier runter? Nein. Da hinten auch nicht. Okay, also dann in diese letzte Etage. Gut, gehe ich erstmal. Ja, erstmal nach rechts. Stimpack. Eine Lupe. Noch mehr Kronkorken. Okay. Weiter geht's. Was haben wir hier? Noch eine fette Kakerlake. Wunderbar. Gut. Und der letzte Raum, ja. Hätte ich auch nichts anderes erwartet als einen leuchtenden. Sattungs Ordnung. Wunderbar. Okidoki. Das war's auch schon. Und einen blauen Frack. Hey, noch ein Globus. Also die habe ich heute zuhauf gefunden. Und zwei Nuka-Cola. Sehr schön. Okay, dann pumpe ich euch nochmal voll. Und dann würde ich sagen, geht es zurück zum Vault. Jawohl. Sehr schön. Ja, dann bin ich mal gespannt, was mich bei der letzten Quest dieser Reihe erwartet. Aber das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.